Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian, im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. Ja, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr hattet ein gutes Wochenende. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Wir beginnen jetzt mit einer neuen Woche und das machen wir ja immer montags mit einer freien Themennacht. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter unserer Nummer 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Mein erster Anruf heute Nacht heißt Israel und ist 25 Jahre alt. Jetzt bin ich gespannt, ob das ein männlicher Name ist? Ja, ich glaube ja. Ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Israel, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Ja, hi, grüß dich. Und was geht's bei dir? Ja, bei mir ist folgendes Problem. Ich habe vor circa einem halben Jahr eine junge Frau kennengelernt. Mhm. Eine sehr hübsche und sehr attraktive junge Frau. Mhm. Und das, die Probleme, die kommen eigentlich erst später. Die haben sich im Prinzip entwickelt. Innerhalb des halben Jahres? Innerhalb des halben Jahres. Was heißt Probleme? Also bisher sind diese Probleme nicht zu einer Eskalation oder so gekommen. Was sind das denn für Probleme? Das Problem ist, die junge Frau, die ist knapp 10 Jahre älter als ich. Ich bin jetzt 25. Mhm. Sie ist jetzt 34. Mhm. Ist seit 10 Jahren verheiratet. Mhm. Und hat zwei Kinder, zwei Jungs. Wie alt? Der eine wird jetzt bald im nächsten November wird er 11. Ja. Und der Kleine müsste jetzt 4 oder 5 sein. Mhm. Mhm. Der Große heißt Nils und der andere... Ja, ist ja egal. Okay. Ja. Okay, das Problem meiner ganzen Sache ist, dass ich innerhalb dieser Zeit mehr als nur freundschaftliche Gefühle höchstwahrscheinlich zwischen uns beiden entwickelt haben. Mhm. Ich sage deswegen höchstwahrscheinlich, weil ich glaube, dass das nicht nur einseitig von mir ausgehend ist. Also, noch sprichst du ein bisschen in Rätseln. Ihr habt euch von einem halben Jahr kennengelernt. Ja. Und du hast dich in sie verliebt. Ja. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen. Also, das sind wirklich ehrliche Gefühle. Ja. Und du meinst, dass sie sich auch in dich verliebt hat? Ich glaube schon. Also, sie macht immer wieder solche Andeutungen. Ist denn schon was gelaufen zwischen euch beiden? Sexuell bisher eigentlich nur Küssen und kennenlernen im Prinzip, also noch kein aktiver Sex direkt, aber... Immerhin, es wurde schon geküsst. Mhm. Und ja, also so. wir haben uns schon beschnuppert. Was habt ihr? Wir haben uns schon beschnuppert. Ich habe euch beschnuppert, okay, habe ich verstanden, ja. Und das Problem an der ganzen Sache, für mich persönlich ist das ein Riesenproblem. Ich bin eigentlich ein Mensch, der sich bisher immer in seinem Leben gesagt hat, wenn sowas ist, wenn du jemanden kennenlernst und ihr mögt euch und da ist jemand verheiratet oder so, das ist ein absolutes Wort. Finger weg. Immer. Ein Perdu, ja, ein Finger weg. Ja. Das ist... Achso, du bist jetzt über dich selbst quasi erschrocken, dass du dich da so, wenn auch vorsichtig, drauf einlässt. Obwohl diese Frau verheiratet ist, zwei Kinder hat und das Alter ist egal, ne? Der Altersunterschied. Ja, also zwischen uns Sprühfunken. Und die Frau hat sie irgendwas erzählt? Ist sie in ihrer Ehe unzufrieden? Eigentlich nie. Jedenfalls hat sie anfangs auch gesagt, sie ist bereits 10 lange Jahre glücklich verheiratet. Mhm. Ihr Mann ist Taxifahrer, arbeitet allerdings immer nur nachts. Ja. Weshalb da wohl auch oft bei ihr so ist, dass sie dann eben halt alleine zu Hause ist. Ja. Und wo und wie habt ihr euch denn kennengelernt? Kennengelernt haben wir uns in der Mordpartei in der Diskothek in Leipzig. In einer Diskothek, ja. Genau. Wer hat wen angesprochen? Angesprochen ist gut gesagt. Eigentlich, ich habe sie angetanzt. Du hast sie wir haben an diesem Abend mindestens 7, 8, ich glaube, wir haben bis zum Schluss alle Lieder durchgetanzt und waren über 8. Das ist ja eigentlich ein ganz netter und schöner Anfang für eine Verliebtheit. Und so, jetzt stehst du vor... Ja? Sie war von Anfang an auch ehrlich und sagte, hier, ich bin verheiratet, zwei Kinder und so. Mhm. Und habe ich gemeint, hey, ist doch kein Problem. Ich meine, jetzt kennenlernen, das ist doch kein hinderlicher Grund sein. Mhm.
Ja, wäre den Anfängen, ne? Das ist schon ein hinderlicher Grund, wenn man... Ja, jetzt stehst du vor dem Problem. Soll ich mich weiter darauf einlassen oder soll ich noch die Notbremse ziehen, wenn es denn möglich ist, noch die Notbremse zu ziehen? Das ist wirklich ein Dilemma. Ein halbes Jahr ist lang. Ein halbes Jahr kann man sich schon verdammt in jemanden rein verlieben und hineinschrauben. Ich meine, ich muss zugeben, ich war noch bis vor einem Monat, ich war wirklich standhaft. Mhm. Ich meine, wie bis vor einem Monat standhaft? Also bis vor einem Monat gab es keine Berührung. Ach so. Verstehe. Und dann gab es die... Ich meine, auch keine wirklich intimere Zärtlichkeit in dem Sinne. Wie oft seht ihr euch denn? Wir sehen uns knapp zweimal die Woche. Also mittlerweile, am Anfang war das etwas seltener. Und viel SMS oder Telefon? Ja, sie schreibt mir doch immer wieder mal gerne ein. Ich selbst habe momentan, da ich eine Privatkarte habe, momentan nicht das Finanzielle. Ja. Wobei das eigentlich kein hinderlicher Grund sein soll. Das ist eine Situation, die ganz schwer zu beurteilen ist für jemanden draußen. Du bist verliebt. Was für mich ziemlich schwierig ist, ich meine, das ist die Situation. Ich habe sie natürlich auch schon mehrmals meinerseits gefragt, inwieweit Gefühle beziehungsweise noch weiteres in ihrem Sinne ist. Mhm. Oder wie sie das so denkt. Und ich habe sie auch mehrmals gefragt, ja, dein Mann, ich meine, der wäre ich ihr Mann, ich würde, ich wüsste, was ich täte. Also der weiß überhaupt nichts von euch. Also ich habe ihn bis jetzt einmal erst gesehen, das war vor kurzem. Bevor er mich überhaupt jemals sah, war ich für ihn schon eine Konkurrenz, als er mich dann das erste Mal sah. Wo hast du denn ihn gesehen? Das war vor einer Woche ungefähr. Ist ja egal. Warst du bei ihm zu Hause oder wie? Ja. Also ja, dadurch, dass er abends immer arbeitet, war das jetzt öfter so, dass ich Antje dann besucht hatte und dann eben halt zu gegebener Zeit verlassen habe. Ach so, und dann hat er dich quasi überrascht, als du bei ihr zu Besuch warst? Nicht überrascht. Er hatte eben halt mit seiner Frau telefoniert. Ja. Und Antje hat ihn angekündigt, dass ich noch zu Besuch bin. Also er weiß schon, dass ich ihn wieder auch abends besuche. Aber er hat dich dann gesehen, oder wie? Ja, also ich wollte dann, ich weiß nicht warum, warum ich das getan habe, aber ich hatte dann, oder Antje meinte, ob ich noch Lust hätte, dass ich ihn mal kennenlerne. Und da habe ich gemeint, ja, warum nicht? Ach so. Gar nicht mal halt kennen. Ja, die ist aber auch drauf. Die ist aber wirklich drauf. Da will sie auch noch, dass ihr Mann den jungen Lover kennenlernt. Du lieber Himmel. Die spielt aber wirklich mit dem Feuer. Ist kein Wunder, dass der da auf... dass der abweisend reagiert. Israel, das ist jetzt eine Herzensfrage. Was hat die denn geantwortet auf deine Fragen, wie sie sich das überhaupt vorstellt und was sie empfindet? Das weiß ich selber nicht. Das, was es mir zu schwer macht, ist, weil ich habe auch gesagt, ich will absolut nichts kaputt machen, aber ich sehe, dass es wirklich ein gefährliches Spielchen ist, sage ich. Absolut. Mal. Absolut. Wobei die Verantwortung, finde ich, in solchen Konstellationen trägt sie zerstört ihre Ehe und die hat absolut mehr zu verlieren als ich. Ich bin jung, ja, natürlich, 20 Jahren, der nur sein Leben und seine Ruhe. So, aber es ist jetzt für dich die Frage, die ganz klare Frage. Lasse ich mich weiter auf dieses wahrscheinlich sehr komplizierte Ding ein? Und das wird kompliziert. Hundertprozentig wird das kompliziert, das wird nicht einfach. Vielleicht sogar mit einem sehr traurigen und üblen Ausgang. Oder aber bist du jetzt doch noch so weit davon entfernt, dass du sagst, dass du klug noch entscheiden kannst und sagst, nee, komm, ich lasse die Finger davon, da ist mir alles zu heiß und zu kompliziert und zu nervig, ich gehe wieder raus. Aber das musst du jetzt gucken, wie tief dein Herz schon da involviert ist in die ganze Sache. Das ist ziemlich böse. Das ist wie, wenn man ein Quadrat oder einen Schacht reinschieben will, der verkantet sich. Und so ist es momentan bei mir. Mhm. Deswegen, wenn schon solche Bemerkungen kommen wie, ja, zum Beispiel beim letzten Sex, da musste ich an dich denken, oder... Hat sie gesagt? Sex musste ich an dich denken, hat sie dir erzählt. Ja, und ich möchte nicht behaupten, dass sie eine verantwortungslose Frau wäre. Die kümmert sich wirklich herzensgut um ihre Kinder, tut zu Hause den ganzen Haushalt managen, ist auch... Kannst du dir denn vorstellen, plötzlich ein Leben, beispielsweise ist im Extrem, dass du mit ihr zusammen wärst und plötzlich Vater von zwei Kindern wirst? Sagen wir es mal so, dass ich immer ein Mensch von Extrem war. Ich halte es für eine ziemlich abwegige Idee, aber... Ja, aber da musst du mit rechnen. Möglich ist vieles. Also Israel,
Wie gesagt, verzweifelt. Ja, aber da kann dir keiner von draußen die Entscheidung abnehmen. Ich würde so ganz rational sagen, komm, lass die Finger davon, Junge. Lass die Finger davon. Aber wenn die Liebe mal heftig eingeschlagen hat, kann man das nicht. Dann musst du das so durchziehen, aber auch vor Augen haben oder immer wieder fragen, was will die von dir? Bist du nur so eine nette Abwechslung, ein junger Lover? Genau das habe ich sie ja gefragt und da hat sie gesagt, nein, das ist auf jeden Fall nicht. Ja, das hat sie jetzt gesagt, das kann man dann im Laufe der Zeit erst. Oder ist die wirklich bereit, auch was zu investieren oder sogar ihr ganzes Leben umzukrempeln? Du musst das für dich entscheiden, wie wichtig das jetzt ist und ob du noch die Kraft hast, da rauszugehen. Ich meine, bei mir wird sowieso demnächst längerer Abstand auf mich zukommen, weil ich in circa einen Monat in eine Rehabilitation gehen werde für ein halbes Jahr. Achso. Das ist ja interessant. Das ist ja wirklich interessant. Das heißt, dann habt ihr so eine halbes Jahr Ruhepause. Ja. Dann heißt, das ist für dich eine gute Chance, dich ein bisschen zu ordnen und zu sammeln. Du bist ja jetzt ganz, ganz, ganz wirr durcheinander. Verständlicherweise, wie man ist, wenn man verliebt ist. Und sie auch. Und danach kann man ja, das finde ich eigentlich fast eine gute Fügung des Schicksals. Das könnte man so sagen. Lieber Israel, das so, in diesem Sinne würde ich das auch jetzt so beenden wollen. Warte einfach diese Zeit ab, wie du dann drauf bist und was der Abstand vielleicht auch dir, ja, was der Abstand letztendlich bewirkt in dir zu der Frau. So, mein Lieber, jetzt muss ich Schluss machen. Domian, ich habe noch kurz eine Frage. Bitte. Eine andere. Kannst du mir eventuell, nur falls das möglich ist, kannst du mir einen Mitschnitt von dem Nee, schicken? Das dürfen wir leider nicht rausgeben. Dürfte nicht. Nee, okay. Das dürfen wir nicht. Oder wenigstens ein Autogramm. Ja, dann rufen wir dich gleich nochmal an wegen der Anschrift. Da würde ich mich freuen. Alles Gute. Schönen Abend dir, ne? Ja, dir auch. Tschüss. Danke, tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer, unsere E-Mail-Adresse, domian@wdr.de, und wenn ihr mailt, bitte eure Nummer, Telefonnummer in die Mail reinschreiben. Sandy, 28, guten Morgen. Hallo. Ja. Hallo, ich bin ein bisschen aufgeregt jetzt. Hallo Sandy. Hallo. 28 Julia. Jahre. Um was geht's bei dir? Ich bin auf der Flucht von meinem Ex-Freund. Oh. Jo. Was heißt auf der Flucht? Ja, er hat ein starkes Alkohol- und Drogenproblem gehabt. Mhm. Und durch Eifersucht wurde er halt immer ziemlich brutal zu mir, gegenüber mir. Was heißt das brutal? Er hat geschlagen halt. Wie hat er dich geschlagen? Ja, ab und zu manchmal noch ein paar Ohrfeigen, manchmal nur Haare ziehen. Des Öfteren ging es dann halt so weit, dass er mich gewürgt hat bis zur Bewusstlosigkeit. Platzwunden, Kratzer, Bissspuren, alles Mögliche. Hat dich gewürgt bis zur Bewusstlosigkeit? Mhm. Ja, wirklich, du lagst dann bewusstlos da? Ja, und da hat er hinterher zu mir gesagt, von wegen, ich bin selber schuld. Was hat er gesagt? Ich bin selber schuld. Dass du bewusstlos bist? Genau, richtig. Und er hat dich nur so getan. Mhm. Und er hat dich gebissen? Bisswunden. Ja, richtig. Wohin? In den Arm einmal und einmal ins Gesicht. Ins Gesicht? Also ja. So wie ein Hund beißen würde, so richtig mit, dass es blutet? Richtig. Ja. Wie lange warst du denn mit dem zusammen? Über 5,5 Jahre. 5,5 Jahre? Und wie lange ging das Martyrium? Ja, auch so lange fast. Also ein halbes Jahr war okay und danach fing es so langsam an. Das hast du 5 Jahre ausgehalten? Ja. Das heißt, du kannst überhaupt gar nicht mehr sagen, wie oft er dich geschlagen hat, weil es so oft war. Ja, so könnte man es nennen, genau richtig. Hat er dich auch sehr unter Druck gesetzt, dass du ja zu Hause bleiben musstest, dass du kein eigenes Leben führen durftest, dass du nicht alleine rausgehen solltest, sowas auch? Ja, sowas in der Art schon, ja. Das hat er versucht, aber ich habe es halt irgendwie geschafft, das nicht so ganz zuzulassen. Mhm. So, jetzt bist du auf der Flucht. Also ich bin abgehauen einfach. Seit wann bist du abgehauen? Fast 6 Monate bin ich jetzt weg, also... Und bist irgendwo irgendwo unterwegs? Sag ja, aber ich Vorsicht. Wollen wir es vorsichtig sein? Falls, es gibt ja die verrücktesten Zufälle. Nicht, genau. dass er zuhört und dass genau, das jetzt richtig. Zu konstruieren ist, wo du bist. Ich frage dich jetzt, sei vorsichtig, wie du antwortest. Genau, richtig. Du bist irgendwo in Deutschland unterwegs. Genau, richtig. Mhm. Bau mir ein eigenes Leben auf. Du baust ja ein eigenes Leben auf. Mhm. Genau. Machst du das mit Hilfe der Polizei? Mit einem so Nein, einem, alleine. Ganz alleine. Genau. Das heißt, du hast all deine Spuren, wo du früher gelebt hast, hast du beseitigt oder all die Verbindungen gekappt? Genau, richtig. Es gibt keine Verbindungen mehr. Es gibt keine Verbindungen mehr. Es gibt niemanden aus deinem alten Umfeld, der weiß, wo du jetzt bist. Also es gibt 2 Leute, denen ich definitiv vertrauen kann. Ja? Ja, und die eine Person hat mich weggebracht. Ja? Zur Hälfte. Und eine andere Person
mit der telefoniere ich ab und zu und das war's halt. Ja, hast du das wirklich so ganz allein mit diesen Freunden gemacht oder auch mit Hilfe eines Frauenhauses? Das habe ich vorher gemacht. Ich war in einem Frauenhaus, bin dann wieder zurückgegangen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Halt. Ich habe ich hab's halt vermisst, weil er hat auch zwei Kinder. Achso, du warst mal in einem Frauenhaus und bist dann wieder zu ihm zurückgegangen? Genau, weil er zwei Kinder hat, die ich über alles liebe. Aber es sind nicht deine Kinder? Nein, natürlich nicht. Mhm. Die lebten dann auch bei euch mit euch zusammen? Genau, mehr oder weniger. Ich hatte auch noch eine eigene Wohnung, aber die hat er mir halt auch kaputt gemacht immer wieder, weil er war halt immer so aggressiv und hat solche Randalen geschoben, dass die Vermieter halt gesagt haben, du kannst hier nicht mehr wohnen bleiben. Diese Kinder, wie alt sind die denn? Ja, der Große ist gestern 8 geworden, der andere ist 7. Und haben die diese Gewalttätigkeiten auch mit angesehen? Die Gott sei Dank habe ich es geschafft, dass sie nicht sehr viel davon mitbekommen haben. Der Große war halt nicht dumm, er hat es mitbekommen. Jetzt bist du dann in so einer Nacht- und Nebel-Aktion abgehauen, kannst du sagen? Na, am helllichten Tag, genau. Ja? Einfach abgehauen. Er ist hinter dem Auto noch hergelaufen. Also er hat du bist quasi in seine Anwesenheit abgehauen. Er hat es dann gesehen und er ist hinterhergelaufen. Ja, genau, er hat es mitbekommen, zufälligerweise. Du sagst gerade, dass du eine Wohnung hast. Genau. Da hat man ganz viele Sachen. Wie hast du das denn dann alles aufgelöst und dann dahin gebracht, wo du jetzt bist, ohne dass er das irgendwie verfolgen konnte? Ich habe mit 5 Kartons angefangen. Mehr konnte ich nicht retten. Der Rest ist halt da geblieben. Der Rest ist dann mir auch egal. Mein Leben war mir wichtiger. Das heißt, die allerwichtigsten Sachen hast du mitgenommen und irgendwie Möbel und irgendein Zeug steht da alles noch und wurde dann, die Wohnung ist auch aufgelöst, oder wie? Genau, die erste Wohnung wurde schon aufgelöst, als ich im Frauenhaus war. Ja. Und danach bin ich ja zu ihm zurückgegangen, habe also bei ihm gelebt. Dementsprechend sind da halt noch ein paar Sachen bei ihm geblieben, aber... Jetzt bist du 6 Monate da, wo du jetzt bist. Ja, genau. So ungefähr. Wie fühlst du dich denn jetzt? Also ich lebe halt in ständiger Angst, ist klar. Weil ich weiß, wie er sein kann. In ständiger Angst, dass er dich doch findet? Ja, genau. Er behauptet auch, über den einzigen Kontakt, den ich noch habe, halt, hört man halt so Sachen wie, er weiß, wo ich bin und er wird kommen und keine Ahnung. Kennt er diesen Menschen, der weiß, wo du bist? Und diesen Menschen kennt er nicht so gut. Nicht so gut. Das heißt, er kann diesen Menschen nicht bedrohen, um den wiederum aus dem herauszupressen, wo du bist. Das so Nein, auf die Idee kann er nicht kommen. Aber dennoch bist du immer in Angst. Genau, richtig. Warum hast du die Polizei nicht eingeschaltet? Ja, weiß ich auch nicht so genau. Also ich hatte die Polizei schon öfters mal eingeschaltet und das hat halt nie was gebracht, weil eben will ich ja auch nicht, dass seine Kinder im Heim groß werden oder sonst irgendwas. Ne? Behandelt er die Kinder denn gut? Ja, das macht er. Das macht er. Das kann man definitiv so sagen, ja. Der ist auch nicht alleine, seine Mutter unterstützt ihn dort. Und wenn der dich jetzt fände, was wir wirklich um Gottes Willen nie hoffen wollen und denken wollen, was wäre dann? Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen, ich kann es nicht einschätzen. Sollte er keine Drogen und keinen Alkohol konsumiert haben, wird er normal zu mir sein, wird versuchen, auf die Tränendrüse zu drücken. Sollte er zu viel Alkohol und zu viel Drogen konsumiert haben, könnte das echt schon für mich ganz schön bedrohlich werden. Das heißt, das weiß ich ganz genau. Sprechen wir es aus, du hättest da Angst um dein Leben. Ja. Oder dass er dich schwer verletzen würde oder irgendwas. Ja, weil er es selber nicht mehr merkt. Wenn er zuschlägt, merkt er es nicht mehr. Er sieht da keine Grenze. Er merkt nicht, was er tut. Es gibt da so eine Sache, ich hatte zum Beispiel eine schwere Knieoperation, hatte eine Schiene am Bein und habe bei meiner Freundin gefeiert und bin dann nach Hause. Und auf einmal stellt es bei mir an die Tür morgens um 9 Uhr und ich habe mir nichts dabei gedacht, mach die Tür auf. Dann kommt er rein, schubst mich schon und ich hatte, wie gesagt, ein steifes Bein, ich konnte es nicht bewegen, habe mich dann wieder in mein Bett gesetzt und dann kam er auf mich zu, hat sich auf das kaputte Bein gesetzt, mir eine Kopfnuss verpasst, mein Nasenbein gebrochen und mich durch die halbe Wohnung geprügelt. Dann gab es einen Polizeieinsatz, wo die Polizei die Tür fast wegtreten musste, um mich einfach da rauszuholen, weil es keine Chance mehr gab für mich. Unfassbar. Alleine. Warum hast du das so lange bei dem ausgehalten? Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich hat er mich seelisch so unter Druck gesetzt, dass er mich... Eine Versklavung hat da fast stattgefunden, eine Abhängigkeit. Halt so fertig gemacht, dass ich geglaubt habe, es ist wirklich alles meine Schuld.
Wie mutig und wie toll, dass du es geschafft hast, da wegzukommen. Und das ist ja ein gewaltiger Schritt. Ich versuche mir das gerade immer so vorzustellen, wie das ist, wenn ich jetzt hier weggehen würde aus Köln und irgendwo in einer ganz anderen Stadt von ganz unten anfangen müsste. Man kennt keinen Menschen. Du trägst doch wahrscheinlich gar nicht mehr deinen Namen, ne? Oder? Doch, den trage ich noch. Ja, klar. Ja, aber ich habe halt Kontaktsperre, Auskunftssperren und so weiter. Also ja. Hast du denn auch da schon eine Arbeit gefunden, wo du jetzt... Ja, habe ich auch schon. Ist dir das denn schwer gefallen, aus dem alten Umfeld wegzugehen? Gab es da keine Verwandten oder Freunde mehr? Doch, da gab es sehr viele Freunde. Es war sehr, sehr schwer für mich. Was denken denn die jetzt, wo du verblieben bist? Die meisten wissen halt gar nichts. Aber machen die sich nicht Sorgen, dass mit dir irgendwas passiert sein könnte? Also gab es kann kein, sein, das weiß ich ja nicht, weil ich ja keinen Kontakt habe. Ja, vielleicht gibt es ja sogar eine Vermisstenanzeige. Könnte sein, das weiß ich natürlich nicht, aber kann ich mir nicht vorstellen. Was ist mit deinen Eltern? Wo leben die auch in dem Ort, von dem du geflohen bist? Nein. Die wissen halt, wo ich bin, die wissen Bescheid. Und Doug, er weiß nicht, wo die Eltern sind? Er wüsste, wo sie sind, aber da wird er nicht hingehen. Nee, wollen wir das auch hoffen. Das hoffen wir, okay. Wie ist denn jetzt so deine Perspektive für die nächste Zeit? Also, soweit mein Leben im Griff kriegen, die Sache versuchen zu vergessen. Mhm. Vergessen kann man es natürlich nicht. Man leidet halt, ich meine, ich vermisse diese Kinder auch überall. Ja, ganz, ganz dolle halt, wie gesagt. Und manchmal drängt es mich auch anzurufen oder mal dahin zu gehen oder so. Bloß ich weiß nicht. Genau, es hätte, kein, bloß hätte nicht. Gar keinen Nein, Sinn. Nein. Du würdest alles, was du dir jetzt mühsam aufgebaut hast, wieder komplett kaputt machen. Richtig. Was ich so bedrückend finde in deiner Situation, ist neben den faktischen Schwierigkeiten, wenn man ganz neu irgendwo anfängt, die Angst. Ja, die Angst ist heftig. Das finde ich ganz furchtbar. Jedes Mal, wenn es klingelt an der Tür oder wenn du auf die Straße gehst, das Gefühl, vielleicht beobachtet der mich irgendwo um die Ecke oder so. Also wenn es hier schellt, dann ist es so zum Teil, wenn es abends ist oder so, dann bin ich wie steif, ich kann mich kaum bewegen, mein Herz rast, ich kriege keine Luft und denke, oh Gott, jetzt ist er da, jetzt ist es vorbei oder so. Albträume. Ich glaube ja auch, dass so ein, wenn du fünf Jahre so ein Martyrium hinter dir hast, hat das natürlich auch erhebliche Auswirkungen auf deinen seelisch-psychischen Zustand. Genau, richtig. Sodass ich glaube, dass es sicher auch ganz gut wäre, wenn du da mal überlegen würdest, was zu tun. Ja, da habe ich aber schon Hilfe. Da hast du schon Hilfe, ja. Ja, habe ich auch schon Hilfe. So, aber das andere, was ich schon dir noch dringend raten würde, Sandy, ist, nimm doch mal Kontakt mit dem Weißen Ring auf. Ja, kenne ich schon. Und schilder den Leuten deine Situation. Genau. Weil ich finde das wirklich so eine unerträgliche Sache, die Vorstellung, immer mit dieser Angst zu leben. Unterhalte dich mit diesen Leuten mal, weil die nur wirklich absolut Bescheid wissen, was die dir raten, was man tun könnte. Und du kannst ja die genauen Umstände denen auch darlegen. Ja, ich habe auch schriftliche Sachen. Genau. Hast du Verbindungen, Infodaten zum Weißen Ring oder sollen wir dir etwas gleich geben? Nee, sowas habe ich alles. Das hast du alles, ja. Würde ich dir raten, vielleicht auch, um für dich so eine Perspektive hinzubekommen, um irgendwann aus dieser Angst rauszukommen. Ja, damit richtig. Du wirklich ein normales Leben führen kannst. Das wird noch ein bisschen dauern, aber ich habe so viele Leute kennengelernt, die mir helfen. Besonders drei ganz, ganz besondere Menschen, die mir wirklich sehr viel helfen, denen ich hierüber danken möchte, falls sie es hören sollten. Ja. Aber nochmal von meiner Seite wirklich, das sage ich mit großem Ernst, Respekt vor deiner Entscheidung, denn ich weiß und ahne, wie schwer das ist, wenn man aus so einer Abhängigkeit sich befreit. Das ist wirklich schwierig. Da kann man so leicht sagen, ja, warum hast du das so lange ausgehalten? Ja. Das sagt man als Außenstehender sehr gerne schnell. Aber ich erahne, in welcher Not du in all den Jahren warst. Und das, dann diesen Schritt zu schaffen und dann so einen Weg zu gehen, finde ich schon toll. Mach bloß weiter. Danke. Alles Liebe und alles Gute, Sandy. Dankeschön. Auf Wiederhören. Gut. Tschüss. Morgen, ihr Lieben, ist Themennacht. Morgen heißt unser Thema Hochstapler und Blender. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die sich nach außen extrem viel besser darstellen,
als sie es in Wirklichkeit sind. Also erfolgreicher, wohlhabender, gebildeter, klüger vielleicht. Und ich möchte gerne mit Opfern von Hochstaplern und Blendern sprechen. Oder ja, es müssen nicht unbedingt vielleicht direkte Opfer sein, vielleicht auch Angehörige oder Freunde, die mit diesen Leuten zu tun haben und denen das sehr, sehr auf die Nerven geht. Oder das hat vielleicht schon zu großen Problemen geführt. Also Hochstapler und Blender. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die extrem nach außen sich besser darstellen, als sie es in Wirklichkeit sind. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen und natürlich auch während der Sendung und rund um die Uhr mailen zu unserem Thema Hochstapler und Blender. Und herzlich willkommen, sage ich jetzt, zu Janine. Hallo Janine. Ja, hallo. 21 bist du. Ja, das stimmt. Das stimmt. Was ist dein Thema? Also, mein Problem ist halt mit Bisexualität mit meiner besten Freundin. Also, ich habe jetzt gemerkt, dass ich halt mich in sie verliebt habe und vorher eigentlich noch nie solche Gefühle zu einer Frau hatte. Ach so, vorher noch nie? Nee, aber jetzt halt, ich bin auch seit 3 Jahren in einer Beziehung. Ach, das auch noch? Ja. Und die Freundin auch? Ja, sie ist auch in einer Beziehung seit einem Jahr jetzt. Oh, weia, da hast du es ja aber schön kompliziert. Und auch schwanger noch? Ja. Und wie lange seid ihr beste Freundin? Ja, wir sind jetzt seit 5, 6 Jahren ungefähr beste Freundin und also so richtig ganz enge, so richtig klassische Busenfreundin, wie man das so sagt. So, und wie hast du das jetzt gemerkt, dass das ein anderes Gefühl ist als ein freundschaftliches Gefühl? Ja, also es fing halt damit an, wir waren zusammen auf einer Party gewesen und sind uns dann halt näher gekommen durch Alkohol und ja, haben uns dann geküsst und das war dann so sehr verblüffend für mich, weil ich sowas vorher noch nie gemerkt oder so gekannt habe. Und auch nicht davon geträumt hast? Nee, auch nicht. Also ich war immer so richtig auf Männer fixiert und eigentlich nie auf Frauen oder so. So, habt ihr geknutscht während der Party? Ja, wir haben halt geknutscht und uns auch berührt und das war wie so ein Traum halt für mich, ne? Weil ich kannte das eigentlich vorher noch gar nicht. Nun kann man ja sagen, so im Suff macht man schon mal so gewisse Sachen. Wie war es denn dann danach, als ihr dann am nächsten Tag oder die nächste Zeit, als ihr nüchtern wart? Ja, also, weiß nicht, das war erst ganz komisch. Wir konnten irgendwie nicht miteinander reden und ja, so irgendwie auf Abstand gegangen und dann habe ich es nochmal angesprochen und habe ihr auch gesagt, dass ich mich so ein bisschen in sie verguckt habe und sie meinte halt, dass das so eine Phase von mir wäre oder so halt. Sie hat mich halt nicht ernst genommen. Ach so, sie hat keineswegs gesagt, dass sie das auch so empfindet. Ja, also sie hat schon gesagt, dass sie mich halt sehr doll mag und so, aber halt auch durch ihren Freund und der Schwangerschaft diese Gefühle nicht irgendwie so aufnehmen kann erstmal. Also sie blockt da sehr ab. Ich habe ihr auch einen Brief letztens geschrieben und halt da nochmal meine Gefühle drin geschildert und bis jetzt hat sie mir aber noch nicht geantwortet. Also wir haben jetzt seit 2 Wochen Funkstelle, obwohl wir eigentlich uns fast jeden zweiten Tag gesehen haben. Und ich frage es nochmal, außer diesem einen Knutschen ist nichts passiert? Also doch, wir hatten so wie Petting halt gehabt. Aber noch alles dann mit Alkohol? Nee, das war dann ohne Alkohol. Ach so, es gab einmal die Sache mit dem Alkohol und dem Knutschen und dann gab es nochmal im nüchternen Zustand etwas. Genau. Ach so. Also 2 Mal ungefähr. Wir haben halt auch nüchtern geknutscht dann, ne? Also es war schon sowas da zwischen uns, was halt noch nie so war, ne? Ja, also zwei enge körperliche Begegnungen gab es. Ja, genau. Und dass sie mich halt jetzt so abblockt oder so, das verstehe ich jetzt nicht. Das macht mich auch total stutzig. Ja, also das kann ja natürlich jetzt wirklich so sein, wie sie schreibt, dass sie oder wie sie dir gesagt hat, dass die im Moment in einer anderen Welt ist. Die hat einen Freund, der ist schwanger. Die kriegt, wie viel Monat ist sie? Also sie ist jetzt im 8., sie kriegt jetzt im März das Kind. Ja, da hat die natürlich ganz andere Dinge im Kopf, als sich vielleicht auf eine bisher verschüttete Bisexualität zu konzentrieren, wenn die überhaupt bei ihr da ist. Das kann ja auch sein, dass sie sich einfach mal darauf eingelassen hat, mal so zum Ausprobieren und für sie ist das nichts. Ja, das kann auch sein. Ne? Und das kann sein, dass die dich natürlich gerne hat und mag und du bist die beste Freundin.
aber dass das keine wirkliche bisexuelle Neigung ist. Und es kann sein, dass es bei dir wirklich eine ist und dann ist die Sache tragisch. Ja, ich weiß halt auch nicht, wie ich, weiß nicht, ich mit meinem Freund halt auch, ich kann ihn nicht mal so angucken wie früher und so. Dem hast du das nicht erzählt? Nein, nee. Ich habe ihm das nicht erzählt, weil ich schäme mich auch so ein bisschen und will ihn auch nicht enttäuschen. Mhm. Wie ist denn die Beziehung zu deinem Freund? Also wir sind jetzt 3 Jahre zusammen und die lief eigentlich immer ganz super. Also halt bis diesen... Auch sexuell gut? Ja, auch. Also wir hatten eigentlich nie Probleme. Ja, ja. Darum also ich finde jetzt, dass du erstmal auf Abstand gehen musst. Also was diese Thematik anbelangt zu deiner Freundin. Offensichtlich will sie das ja auch, sonst hätte sie längst reagiert auf deinen Brief. Wenn man enge Freunde ist und schreibt einen Brief und der wird 2 Wochen nicht beantwortet, ist das schon, das sagt viel aus, finde ich. Ja. Das sagt aus, dass sie dir vielleicht auch nicht wehtun will, aber dass ihr das unangenehm ist und sie will damit im Moment gar nicht konfrontiert werden. Ja, das kann sein. Ich glaube, dass du die einzige Chance hast, wenn du weiter mit ihr in Kontakt sein wirst, dieses Thema erstmal etwas ruhen lässt. Wie gesagt, die ist in einer ganz anderen Thematik verwickelt im Moment durch ihre Schwangerschaft auch. Ja. Und erstmal lass die Sache sich mal beruhigen. Wann war das mit der Knutscherei und dem Petting? Wie lange liegt das zurück? Also, ja, die Knutscherei, das ist jetzt ungefähr so 4 Monate. Ja. Und das Petting war dann so ungefähr 1 Monat danach, ja. Also vor 3 Monaten. Okay. Also, ich würde auch erst ein bisschen Ruhe in die ganze Sache reinkommen lassen. Und gewöhne dich schon mal an den Gedanken, dass die vielleicht sexuell und erotisch und liebesmäßig von dir nichts will. Ja. Das könnte darauf hindeuten. Muss nicht unbedingt, aber es könnte darauf hindeuten. Ja, das ist halt blöd, dass sie nicht mit mir so richtig redet halt, ne, darüber. Ja, sie hat viel Probleme im Moment und so, das verstehe ich auch. Aber sie hatte ja schon was gesagt, was du mir gerade erzählt hast. Das ist ja schon... Ja, aber halt nicht so richtig. Sie hat das halt nur so gestottert und so, ja das und das. Vielleicht ist sie sich auch nicht so ganz sicher. Es kann ja sein, aber dass ihr das im Moment alles zu viel wird, sich auf so einen ganz neuen Schauplatz einzulassen. Lass ihr Zeit. Ja. Ich meine, das fällt dir natürlich schwer, wo du jetzt gerade neue Gefühle entwickelt hast und was Neues an dir entdeckt hast, ist man dann natürlich auch interessiert, das irgendwie zu leben und das weiter zu durchforsten. Ja, ich bin auch sehr verwirrt halt jetzt. Klar. Gegen meinen Freund. Ich weiß auch nicht, was ich denen sagen soll oder so, ne? Ja, also vielleicht solltest du, wenn du jetzt eh etwas Ruhe in die Sache einkehren lässt und dich da auch etwas zurückziehst, vielleicht solltest du einfach die Sache überschweigen. Es ist ja, was will man da groß reden? Du bist ja deiner Gefühle ja auch nicht im Klaren und für ihn ist das natürlich auch schmerzhaft. Vielleicht regelt sich das, findet sich das Ganze schon nach 2-3 Monaten, dass du auch eine klarere Sicht über dich selbst hast. Ich finde auf jeden Fall, was angesagt ist, dich zurückzuhalten deiner Freundin gegenüber. Ja. Gar nichts erstmal zu machen. Es liegt an ihr. Der nächste Zug ist an ihr. Und wenn sie sich überhaupt nicht meldet, wartest du so lange, bis du erfährst, dass das Kind da ist und dann gratulierst du ihr zu dem Kind. Ja. Also erstmal lieber gar nicht darüber reden jetzt. Ja, wenn ich meine, du hast es ja nur, du hast ihr ja einen Brief geschrieben und deine ganzen Gefühle ihr dargelegt. Und wenn sie jetzt nicht darauf antwortet, manchmal ist keine Antwort ja auch eine Antwort. Ja, stimmt. Weißt du? Ja. Das heißt auf jeden Fall, dass sie das nicht in dem innigen Sinne erwidert, wie du es offensichtlich empfindest im Moment. Sonst hätte die sich längst gemeldet bei dir. Und wie gesagt, lass die auch mal ein bisschen in Ruhe. Die muss ja jetzt erstmal gut, die Geburt über das muss ja erstmal alles gut laufen und bewältigen und so weiter. Wie alt ist die denn, deine Freundin? Die ist 22. 22, ja. Also Janine, jetzt musst du dich ein bisschen zurückhalten, finde ich. Das muss man manchmal in der Liebe, leider Gottes. Das stimmt. Das ist sehr bitter, ich weiß das. Ja. Ja. Meine Liebe, alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Schönen Abend noch. Ja, dir auch. Tschüss. Sina, 19 Jahre. Guten Morgen. Habe ich Sina hier? Ja. 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 Hallo, Domion. Hallo, Sina. Na? Erstmal ein riesengroßes Lob an dich. Danke, sehr nett von dir. Deine Sendung ist wirklich fantastisch. Meine Mutti und ich gucken dich wirklich schon seit Jahren. Auch die Mutti auch, das ist ja lustig. Ja, natürlich. Zu später Stunde, Mama und Tochter gucken Fernsehen. Genau. Ja. So. Ja, und zwar... Um was geht's? Bei mir darum, ich bin schwanger. Mhm.
Und mein Freund möchte jetzt nun, beziehungsweise mein Verlobter, dass ich zu ihm nach München ziehe. Und ich habe einfach ein schlechtes Gefühl dabei. Oh, wo wohnst du denn? Ich wohne in Leipzig. In Leipzig. Leipzig, ja. München, wie viele Kilometer? Eine ganze Menge, ne? Ja. Mhm. 400, 500, 400? Ja, 480. 480 ungefähr, ja. Mhm. Ja, und ich fange am besten mal von vorne an. Ja. Und zwar, wir haben uns letztes Jahr im Mai kennengelernt zum Wave Gothic Treffen. Mhm. Und, also Gothic ist, müssen wir nicht groß erklären, ne? Ist, sind die Leute, die sich immer schwarz anziehen. Ja, genau. Ne? Und ich glaube, in Köln gibt es das manchmal auch hier, ne? Weiß ich nicht. Ja, ich habe hier auf der Dom, vor dem Dom, auf dem großen Platz vor dem Dom schon öfters sehr viele schwach, sehr, sehr interessant schwarz gekleidete Leute gesehen. Im Sommer. Ja. Ja. Okay, da habt ihr euch kennengelernt. Ja, da haben wir uns kennengelernt und es war von Anfang an mein Traummann. Mhm. Und ja, dann sind wir zusammengekommen, trafen uns alle 14 Tage. Einmal kam er zu mir nach Leipzig, mhm, und einmal ich zu ihm nach München. Wie alt ist denn der Traummann? Der ist 28. 28, ja. Ja. Und beide seid ihr in dieser Szene drin? Ja, so wie man es nimmt. Also nicht so ganz, so ein bisschen nur. Also wir sind richtig in der Szene drinne, aber wir übertreiben es auch nicht. Okay. Also Beruf und so, da sind wir dann schon so angezogen, dass man es nicht merkt. Was machst du vom Beruf? Also ich bin im Moment arbeitslos. Mhm. Ich hatte eine Lehrstelle zum Schilderlichtreklamehersteller. Zum Schilderlichtreklamehersteller? Ja. Das ist ja auch interessant, das habe ich auch nie gehört. Das ist, da kann man eine Lehre machen? Ja. Ach, das ist ja interessant. Wo, in welchem, was ist das? Ist das so ein Elektrogeschäft oder in welchem Bereich ist das überhaupt? Also das ist eine Firma, die diese Schilder herstellt, wie Telekom, Mitsubishi, also alles Mögliche. Es kommt auf die Aufträge an. Ja? Ja. Also es hat schon mit Elektrik und Elektronik zu tun dann? Ja, genau. Mhm. So, da hattest du eine Lehrstelle, aber das hat nicht geklappt? Doch, also ich war schon in der Lehrstelle drinne. Ich war schon im zweiten Ausbildungsjahr. Oh, ja. Aber ich musste diese leider abbrechen aus gesundheitlichen Gründen. Mhm. Was Allergie. Ah, wie ärgerlich. Außerdem kam es darauf an, es war ja auch Siebdruck mit dabei, mit Farbe und alles drum und dran. Mhm. Und ich bin auch sehr anfällig für Kopfschmerzen. Mhm. Und das hat mir eigentlich alles so zugesetzt. Mhm. Ja, und dann musstest du leider raus aus der Lehre. Dann habe ich auch erfahren, dass in der Firma Nervengas rumgeht. Nervengas? Ja, genau, Nervengas. Also diese ganzen Klebstoffe, die jetzt diese Plastik zusammenkleben, das hat ja auch alles einen gewissen Duft. Ja, also ich verstehe. Kurz gesagt, du kannst das einfach nicht vertragen, gesundheitlich, und hast dich deshalb entschieden, da rauszugehen. Genau. Mhm. Genau. Was macht dein Verlobter vom Beruf? Der ist Kinderpfleger. Kinderpfleger und hat einen Job in München. Genau, seit 5 Jahren. So, jetzt bist du schwanger und ihr seid verlobt und er sagt, Mensch, Sina, komm doch nach München. Genau. Nun könnte man ja so sagen, könnte ich jetzt auch sagen, Mensch, Sina, du bist arbeitslos in Leipzig, bist also beruflich nicht gebunden. Mhm. Geh doch nach München zu deinem Verlobten. Ja, ich habe aber, wie gesagt, dieses schlechte Gefühl, dieses Bauchgefühl, was mich einfach daran hindert und mir sagt, Sina, tue das nicht. Du machst da einen riesengroßen Fehler. Warum? Ja, es gibt einige Sätze, die er mir an den Kopf geschmissen hat. Das war am Anfang, da habe ich mir aber noch nichts dabei gedacht. Da meinte er, naja, sollten wir irgendwann mal ein Kind zusammenbekommen und wir trennen uns, dann denke ja nicht, dass du von mir irgendwelche finanziellen Unterstützungen bekommst, das kannst du vergessen. Oh. Natürlich war es am Anfang und es war noch eine ganz andere Situation. Und aber gerade am Anfang ist das schon, finde ich, schon ein heftiger Satz. Wenn man verliebt ist und sich neu kennenlernt und dann so einen Satz sagt, finde ich schon in gewisser Weise krass. Ja. Mhm. Und darum... Was hast du noch aufgeschnappt von ihm? Ja, also es war ja so, also wir sehen uns, wie gesagt, alle 14 Tage. Mhm. Und immer wenn ich bei ihm war, haben wir dann so überlegt, na, was essen wir nun? Und ich habe auch den ganzen Haushalt geschmissen, mit Küche und allem drum und dran. So, und ich habe von ihm einfach keine Anerkennung gemerkt. Ja, also es sind kleine Sachen,
die mich so ein bisschen stutzig machen. Er sagt, weder bei einem Essen, es schmeckt ihm oder es schmeckt ihm nicht. Oder wenn ich die Wohnung sauber mache, also er muss ja auch manchmal am Samstag arbeiten, habe ich die Wohnung unter Schuss gehalten und da kam auch nichts. Das hört sich ja fast schon so an, als würdest du von einer sehr langen Beziehung sprechen, wo alles so eingefahren ist und jetzt in deinem Fall die Frau sich darüber beklagt, dass der Typ sie gar nicht groß beachtet und alles so als selbstverständlich hinnimmt. Ja, so sehe ich das. Wie ist denn sonst euer Umgang miteinander? Also ich merke diese gewisse Gefühlskälte, die bei ihm da ist. Mhm. Also ich kann mit ihm auch nicht reden. Ja. Jetzt, wo ich schwanger bin, habe ich ja auch zu ihm gesagt, naja, was hältst du davon, wenn wir uns jetzt hier in Leipzig eine Zukunft aufbauen? Hier ist ja auch alles ein bisschen billiger. Mhm. So, und wegen Job, das würde sich ja mit der Zeit auch alles regeln. Ja, vielleicht auch nicht. Ja, schon schwierig. Ja, natürlich, aber er meinte ja auch, es ist fraglich, wie lange er diesen Beruf noch ausüben will. Mhm. Und sich was Neues aufbauen will. Und das wäre doch dann auch ein idealer Zeitpunkt, um diesen Schritt zu gehen. Mhm. Und das würde ich eigentlich so sehen. Ja. Aber er möchte gerne in München bleiben. Er möchte auf alle Fälle in München bleiben. Ich habe ihn gefragt. Das ist seine Heimat. Nein, er ist von Hoyerswerda nach München gezogen. Ach so. Ja. Ach so. Ja. Mhm. Du hast ihn gefragt? Ich habe ihn gefragt, ob er sich vorstellen könnte, hier nach Leipzig zu kommen. Mhm. Und er hat gesagt, es steht nicht zur Debatte. Und da will er auch gar nicht drüber reden. Mhm. Und da habe ich ihn nachdrücklich noch gefragt, ob er es noch nicht einmal für uns tun würde, beziehungsweise jetzt, wo wir zusammen ein Kind erwarten, sieht er das nicht ein. Liebst du ihn? Tja, das ist jetzt die Frage. Ja, finde ich schon. Das ist erstmal die entscheidende Frage, bevor wir über Leipzig, München oder eine andere Stadt reden. Also am Anfang war ich wirklich sehr verliebt. Ich hatte die rote Brille auf. Und jetzt mit der Zeit, wenn ich das alles so sehe, denke ich eigentlich, dass es nicht der Richtige ist. So, Sina, somit ist die Entscheidung ja klar. Finde ich. Ja, aber natürlich, es geht aber ja natürlich auch jetzt um das Kind. Ja, aber dennoch, wenn das so ist, wie du es mir jetzt geschildert hast, würde ich natürlich an deiner Stelle nicht nach München gehen. Natürlich nicht. Das würde ich nur machen. Ich würde dir jetzt sehr zusprechen, wenn das eine gute Beziehung wäre, dann würde ich sagen, okay, ich hab irgendwie so das Gefühl, dass du auch nicht so gerne von Leipzig weggehst. Wahrscheinlich, weil deine Eltern da sind und auch deine Freunde. Kann man ja auch verstehen. Ja. Aber wenn das jetzt alles eine gute Beziehung wäre und er hat da einen guten Job, dann würde ich sagen, komm Sina, das ist nun mal so, da muss man halt auch ein bisschen flexibel sein, geh nach München. Aber das sage ich dir nicht, weil so wie du mir das jetzt geschildert hast, klingt das wirklich nicht als eine gute, intakte Beziehung mit Perspektive, sondern wenn du jetzt schon, wenn du den nur mal besuchst, schon genervt bist von seinem Verhalten, wenn du jetzt schon sagst, ich glaube, das ist nicht der Richtige, ja, glaubst du, das wird der Richtige, wenn du dahin ziehst? Nein, das natürlich nicht. Also du sprichst nicht liebevoll von ihm. Du sprichst nur kritisch von ihm. Ich habe diese Erfahrungen gemacht. Ja, ich sage es dir auch nicht vorwurfsvoll. Ich halte das nur mal so fest. Kann es nicht sein, jetzt mal eine Frage an dich, kann es nicht sein, dass er sich, wenn er das Kind sieht, dass er sich da wirklich um 180 Grad dreht? Das kann man ja mal abwarten. Lass das Kind erstmal auf die Welt kommen. Dann kannst du immer noch da runterziehen. Hm. Das könnte vielleicht sein, aber ich bin sehr vorsichtig, sehr skeptisch. Und vor allen Dingen, vielleicht verändert er sein Verhalten etwas. Aber die Frage ist ja, ob sich in deinem Herzen auch wieder etwas verändert, wenn du jetzt sagst, ich glaube, das ist nicht der Richtige. Jetzt ist es natürlich auch so, dadurch, dass ich keine Ausbildung habe und er einen festen Job hat und relativ gut verdient, wenn wir einkaufen gehen, guckt er mich an der Kasse an und tut noch nicht immer irgendwie im gewissen Sinne fragen, na Sina, bezahlst du das jetzt oder ich? Ja, also da kommt auch nichts. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ist er großzügig oder ist er nicht großzügig? Ja, er guckt mich, wenn wir jetzt beispielsweise eine Bestellung aufgeben, ja. Beim Essen liefern,
ja, guckt er mich dann an, wenn es um die Bezahlung geht. Ach so, wie tue jetzt mal dein Portemonnaie raus. Ach so, ja, also, ach so. Also noch ein schlechtes Merkmal. Ja. Er ist auch noch geizig. So muss ich es leider sagen. Ja. Also war das eigentlich ein Wunschkind oder ist das so passiert? Es ist von meiner Seite aus ein Wunschkind gewesen, weil ich gedacht habe, mit diesem Mann kann ich wirklich mein Leben verbringen und darum haben wir uns ja auch verlobt. Was meint denn deine Mama? Ja, meine Mutti, die hält sich natürlich zurück. Natürlich, wenn ich sie frage, tut sie mir dann schon ihre Meinung sagen und sie hatte auch nie irgendwie negativ von ihm gesprochen. Mhm. Sie meinte, es ist ja ein sehr ruhiger Mann. Mhm. Aber es ist von ihm auch Vorsicht geboten, weil sie irgendwie merkt, es ist dieses innere Brodeln wie ein Vulkan. Und der könnte ganz schnell ausbrechen. Also Sina, ich sag das jetzt nochmal, ich an deiner Stelle, aufgrund der Dinge, die du mir jetzt erzählt hast, würde da nicht hinziehen. Ja. Also ist das Bauchgefühl richtig? Ja, glaube ich schon. Du kannst die Dinge sicher entwickeln lassen. Ja. Wenn das Kind da ist und mal sehen, wie er dann drauf ist, vielleicht verändert er sich ja doch, vielleicht entstehen zwischen euch auch noch wieder andere neue Gefühle, kann man das immer noch machen. Jetzt aber nur vielleicht auch, um dem Kind eine Familie zu geben, was vielleicht auch eine Überlegung bei dir ist, das würde ich nicht machen. Wenn die Grundkoordinaten nicht stimmen, ist das für das Kind sowieso nicht gut. Hm. Meine Auffassung. Hm. Liebe Sina, mehr kann ich dir nicht sagen. Alles Gute wünsche ich dir. Danke, ich hätte noch mal kurz eine Frage. Ja. Wäre es möglich, ein Autogramm zu bekommen? Ja, natürlich. Dann rufen wir dich noch mal an wegen der Anschrift. Gut, und danke schön. Und liebe Grüße an deine Mama. Mach ich. Tschüss. Tschüss. Morgen heißt unser Thema, ihr Lieben, Hochstapler und Blender. Hochstapler und Blender. Wir haben in der Redaktion überlegt, dass das Wort Hochstapler irgendwie ein bisschen aus der Mode gekommen ist. Aber Blender, das ist ja doch gängig, aber... ich glaube, beide Begriffe treffen genau das, was wir morgen besprechen wollen. Hochstapler und Blender. Denn ich möchte gerne mit Leuten reden, die sich nach außen extrem, also wirklich extrem viel besser darstellen, als sie es in Wirklichkeit sind. Die so tun, als wären sie ganz erfolgreich, wohlhabend, gebildet, klug und im Grunde genommen und in Wirklichkeit sind sie es gar nicht. Ich möchte gerne mit solchen Leuten reden und ich möchte gerne mit Leuten reden, die mit Hochstaplern und Blendern es zu tun haben oder hatten und vielleicht durch einen solchen Menschen oder mit einem solchen Menschen schon erheblich auf die Nase gefallen sind. Hochstapler und Blender, unser Thema morgen. Wenn ihr mitmachen wollt, mir was erzählen wollt, dann meldet euch per Mail rund um die Uhr oder morgen ab 0 Uhr. Hier ist Karin und Karin ist 40. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Hallo Karin. Um was geht's bei dir? Ich stehe im Moment vor einer für mich relativ schwierigen Entscheidung, ob ich den Kontakt zu meinen Eltern wieder abbrechen soll. Den Kontakt, den habe ich jetzt wieder seit 8 Jahren. Er hat lange Jahre geruht, weil ich sexuell missbraucht worden bin von meinen Eltern. Von den Eltern? Ja, von beiden. In welchem Alter? Meine frühesten Erinnerungen sind, da war ich noch relativ klein. Also das geht von meinen Gefühlen her, würde ich sagen, das ging los, als ich ein Baby war und ging, bis ich von zu Hause ausgezogen bin mit 16. Bis 16? Und du bist von beiden Eltern sexuell missbraucht worden? Ja. Was heißt das? Also war alles dabei. Also beide Eltern haben sich an dir sexuell vergangen, die Mutter und der Vater? Ja. Zusammen oder? Auch zusammen, ja. Das ist ja unfassbar. Das heißt, dein Vater hat mit dir geschlafen und deine Mutter war dabei? Ja. Und deine Mutter hat auch sexuelle Aktionen an dir vollzogen? Ja, hat sie, richtig, ja. Bis zu deinem 16. Lebensjahr? Mhm. Das heißt, du bist im Prinzip so aufgewachsen, dass du am Anfang gar nichts anderes kanntest? Ja. Richtig, genau. Dann bist du mit 16 ausgezogen? Ja. Dann konnte ich für eine Ausbildung konnte ich dann nach Berlin gehen und das war da ganz hilfreich. Ja. Gab es noch andere Kinder in der Familie? Ich habe einen Bruder, einen 5 Jahre jüngeren Bruder. Und haben die das mit dem auch gemacht? Ich sag ja, er sagt nein. Mhm. Auch zu dem habe ich wieder Kontakt nach 15 Jahren Schweigen. Mhm. Lass uns mal eben bei den Eltern bleiben. Ja. Du bist mit 16 dann weggegangen von zu Hause.
und hast den Kontakt sofort abgebrochen? Nein, nein. Das war so, dass ich eigentlich bis Anfang 20 geschworen hätte, dass ich jedem geschworen hätte, dass ich die tollste und glücklichste Kindheit der Welt gehabt hätte. Mhm. Und dann erst sind bei mir die Erinnerungen wieder hochgekommen. Dann habe ich die Therapie gemacht und Selbsthilfegruppe besucht und den Kontakt abgebrochen. Das heißt, im Verlauf dieser Therapie. Das heißt, du bist mit 16 von zu Hause weggegangen, ja, und hast dann quasi sofort vergessen, was man dir bis kurz, ja, vorher angetan hat. Ja. Du hast es verdrängt. Ja, richtig, mhm, genau. Mhm. Denke ich mal, dass das so war, ja. Und dann, wie gesagt, Mitte 20 kam das dann. Ja. Ich weiß bis heute nicht, warum. Vielleicht. Dann hast du Therapie gemacht? Dann habe ich Therapie gemacht, mhm, Selbsthilfegruppen besucht, meine Eltern auch angezeigt. Was ist aus der Anzeige geworden? Aus Mangel an Beweisen eingestellt worden. Das heißt, es gab eine Gerichtsverhandlung? Es gab keine Gerichtsverhandlung, es wurden nur ich wurde befragt, meine Eltern wurden befragt und dann danach wurde das eingestellt. Mhm. Es war für mich aber nicht so schlimm, weil es für mich eigentlich primär die Funktion hatte, Nein zu sagen oder sagen, stopp, bis Schluss damit, ein für alle Mal. So, dann gab es eine lange Phase des Schweigens und des Nichtkontaktes miteinander. Richtig, genau. Und jetzt hast du aber seit 8 Jahren wieder Kontakt. Das kam durch meine zweite Ehe. Als ich ihm dann noch mitteilte, gut, ich lasse mich gerade von meinem ersten Mann scheiden und ich habe da einen ganz tollen neuen Mann kennengelernt und ich dachte einfach, ihr solltet das wissen so. Mhm. Und da entwickelte sich langsam stetig so eine Art Kontakt. Mhm. Der ist mal etwas enger, das heißt, wir sehen uns mal, wir besuchen sie oder sie besuchen uns. Die meiste Zeit findet er aber am PC statt, wenn ich mit meiner Mutter im PC chatte, in so einem Messenger-Programm. Wie erklärst du dir das, dass du dann so allmählich damals vor 8 Jahren diesen Kontakt wieder aufgebaut hast, nachdem sie dir das angetan haben? Ach, vielleicht, weil es einfach, das hätte eigentlich mein Leben perfekt gemacht. Mhm. Ja, ich hatte meinen Sohn, ich hatte endlich den Mann, den ich verdient habe, den ich mir gewünscht habe. Es war auf einmal alles perfekt und es hätte einfach reingepasst, dass es mit meinen Eltern auch irgendwie funktioniert, weil ich habe sie einfach vermisst. An so blöden Tagen wie Muttertag oder an Weihnachten oder wenn man in Talkshows sieht, wie sich die Leute in den Arm fallen, ach, wir lieben dich ja doch und es ist alles so toll. Mhm. Irgendwie habe ich mir das gewünscht, dass es so funktionieren könnte. Und wir haben dann gesagt, wir machen einen Cut. An dem Tag, an dem ich meinen Mann kennengelernt habe, an dem Tag fängt das an und alles, was davor ist, vergessen wir einfach. Haben deine Eltern, wie haben die eigentlich damals darauf reagiert und wie haben sie es dir vielleicht auch nachgetragen, dass du sie angezeigt hast? Die waren furchtbar wütend. Meine Mutter, also ein Satz, der klingelt mir noch heute im Ohr. Meine Mutter hat mal zu mir gesagt, dass ich schon vor meiner Geburt verlogen und egoistisch war. Hat deine Mutter über dich gesagt? Das hat meine Mutter mir an den Kopf geworfen. Also, dass ihre Mutter das gesagt hat? Nein, meine Mutter sagte über mich, ich wäre praktisch schon, schon vor meiner Geburt verlogen und egoistisch gewesen. Mhm. Und dann hat sie mir, die haben dann in der Familie wohl auch darüber gesprochen und die hat mir dann immer kleine Artikel geschickt, die sie sich dann aus Lexika oder aus dem Internet rausgesucht haben, welche psychischen Krankheiten ich habe und sowas alles. So, und jetzt überlegst du den Kontakt wieder abzubrechen. Ja. Warum? Weil ich merke, erstens merke ich, ich empfinde nichts. Wenn ich mit ihr chatte zum Beispiel, ich empfinde gar nichts. Ich will eigentlich nicht mit ihr reden. Ich weiß auch nicht, zum Beispiel, mit meinem Vater habe ich fast gar keinen Kontakt. Das läuft überwiegend über meine Mutter. Mhm. Ich empfinde nichts in dem Moment. Mhm. Es ist mir lästig, es ist mir gleichgültig. Und ich merke auch, dass das, ich glaube, es ist auf ihrer Seite genauso, weil sie fragt mich zum Beispiel irgendwas und dann gebe ich eine Antwort, aber sie liest die Antwort irgendwie gar nicht wirklich. Es wurde nie über diese Vorkommnisse nochmal gesprochen. Nie wieder. Das Einzige, was sie ab und zu mehr oder minder regelmäßig zu mir sagt, ist, dass sie eigentlich hofft, dass ich ja mittlerweile begriffen habe, dass das alles gar nicht so war und dass ich vielleicht irgendwann mit ihnen beiden zu einem Anwalt gehe und dort per Eid und allem Pipapo schwöre, dass das alles gelogen war. Ich sage immer wieder dann, wenn sie damit kommt, dass ich das ganz bestimmt nicht tun werde. Das ist das Einzige. Ansonsten wird das totgeschwiegen. Wenn du so ein auch totes Gefühl hast, wie du es gerade beschrieben hast, gegenüber deiner Mutter oder gar deinem Vater, warum ist das noch ein Konflikt, dass du den Kontakt abbrichst? Warum sagst du nicht einfach, okay? Ich habe das Gefühl, die haben mich so ein bisschen in so eine Dankbarkeitsfalle gelockt. Mhm. Weil die sind nett zu mir, die sind nett zu meinem Mann.
zu meinem Sohn, meine ich, und da gibt es teure Geschenke, ein Rollerführerschein für den Sohn, ein Sofa für mich. Mir haben sie mein komplettes Gebiss sanieren lassen und mein Gott, jeder weiß, was sowas heutzutage kostet. Wenn ich jetzt hingehen würde und sagen würde, hey, es funktioniert nicht, es tut mir furchtbar leid, es funktioniert nicht, dann bin ich wieder der Idiot, der sie abgezockt hat und der jetzt dann, nachdem er abgezockt hat, was er brauchte, dann sagt, hey, ich brauche euch jetzt nicht mehr, danke, ihr könnt wieder gehen. Was sagt denn dein Mann? Der sagt, er hält sich da raus, weil... Aber er unterstützt mich. Er unterstützt mich dabei, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Er unterstützt mich aber und steht auch 100% hinter mir. Das ist ja schon mal gut. Wenn ich sage, ich will's nimmer. Auch mein Sohn, der weiß mittlerweile von dem Missbrauch, der versteht zum Beispiel überhaupt nicht, warum ich diesen Kontakt behalten will. Und der Sohn ist jetzt wie alt? Der wird 18 im nächsten Monat. Wir haben da letzte Woche, ergab sich das durch einen ganz eigenartigen Zufall, dass wir darüber gesprochen haben. Das muss ja für den Jungen auch ein absoluter Schock gewesen sein, wenn er das erfahren hat über seine Großeltern. Ja. Er hat ja wahrscheinlich ein ganz anderes Bild von den Großeltern, wenn die so nett und freundlich zu ihm sind. Und ja, er sieht aber auch, er spürt auch die Zwiespältigkeit. Also sie machen Geschenke, aber das Herz ist vielleicht nicht dabei. Ja, er merkt, ich denke, dass sie eigentlich nicht wirklich da sind, auch wirklich gar nicht wirklich Interesse haben. Die haben so, ich glaube, die haben einfach so Bilder von uns im Kopf, wie wir zu sein haben. Und wenn man irgendwas... Alles andere wird ausgeblendet. Weißt du, ich glaube, dass du da aber sowas von überhaupt kein schlechtes Gewissen haben musst. Auch wenn die dir jetzt irgendwas bezahlt haben. Das, was sie dir angetan haben, lässt sich mit Geld und materiellen Dingen so niemals aufwiegen. Und wenn du, ich finde, du hast alles Recht der Welt, das zu entscheiden, wie du es möchtest. Nur dein Gefühl zählt da. Und wenn deine Familie sowieso auf deiner Seite steht, ist das doch in Ordnung. Wenn du ein so zwiegespaltenes oder gar schlechtes Empfinden hast, wenn du mit deinen Eltern oder deiner Mutter sprichst und nach so vielen Jahren sich das nicht angenähert hat oder es nie ausgesprochen wurde richtig, dann lass es doch sein. Dann lass es sein. Wie macht man sowas? Macht man sowas besser schriftlich oder würdest du sowas eher am Telefon machen? Weil ich meine, brieflich kann man sowas schöner ausformulieren, aber dann gebe ich ihnen wieder was in die Hand, was sie dann immer wieder, dass sie dann wieder in der Verwandtschaft rumreichen kann und sagen kann, hey, guck mal, was sie schon wieder geschrieben hat. Ist das für dich relevant, was sie in der Verwandtschaft rumreicht? Eigentlich nicht, aber ein kleiner Teil von mir. Weiß denn die Verwandtschaft, was da für Vorwürfe im Raum stehen? Ja, das. Alle wissen. Das wurde schon diskutiert, was ich behauptet habe. Ich denke, das war so ein. Die haben wahrscheinlich gedacht, Angriff ist die beste Verteidigung. Das ist auch furchtbar fies. Mir sagt sie, es wäre okay, wenn wir Kontakt haben. Aber ich darf zum Beispiel nicht hinkommen, wenn Verwandtschaft zu Besuch ist, weil die Verwandtschaft mir das nicht verziehen hat. Ihr Bruder, ihr Cousin, ihre Tante und all die Leute, die haben mir nicht verziehen. Ach, die haben dir nicht verziehen, dass du die Familie in einen so schlechten Ruf gebracht hast, durch die Vorwürfe. Wenn die zu Besuch sind, dann darf ich nicht mal anrufen. So sehr hat sie mir dann auch nicht vergeben. Oder so sehr ist der Neuanfang auch nicht. Das ist auch so ein Ding, wo ich denke, wenn das wirklich, dann müsste sie da eigentlich auch zu mir stehen. Ne? Gibt es denn irgendetwas, was dich mit Freude, wo du ein freudiges Empfinden hast, wenn du an deine Mutter oder deinen Vater denkst? Nein. Gar nichts. Nein. Es ist alles schlimm oder neutral? Ich weiß natürlich schon der Dinge, die ich mitgenommen habe aus diesem Leben, dass ich meine Weltoffenheit, mein Interesse an Kulturen, Lesen und so Sachen. Natürlich weiß ich, dass das durch dieses Elternhaus gekommen ist, ja. Aber das sind Dinge, die bedeuten nichts im Vergleich mit dem, was an Lehre zwischen uns ist. Wie lange hast du eigentlich die Therapie denn was gemacht? Es waren etwa 5 Jahre, wo wir die Therapie immer wieder verlängert haben. Ja. Hast du das Gefühl, dass du so für dich, für dein Leben, dieses einigermaßen in, ja, verarbeiten kann man ja, glaube ich, gar nicht sagen, dass du es einigermaßen irgendwie verpackt hast? Ja, ich sag mal, das ist so meine kleine Kiste. Die habe ich stehen oder es ist wie eine Narbe oder sowas. Narben hat man ja, aber irgendwann tun die Narben nicht mehr weh. Die verheilen dann, die sind zu. Man sieht so, du hast sie irgendwo am Körper und du weißt, hey, da war was, aber es tut nicht dauernd weh. Klar, wenn ich was im Fernsehen sehe, dann tut es schon weh.
Oder weißt du, diese, was du gerade fragtest, wie macht man das? Ich finde, auch da mach es so, wie es dir am leichtesten fällt. Mhm. Wie es für dich am angenehmsten ist. Mhm. Ich finde, das einfach dein Gefühl da zählt. Mhm. Dass du dich ja gar nicht anstrengen musst. Wenn für dich angenehm ist, das brieflich zu machen, schreib einen Brief, weg damit und die Sache ist hoffentlich dann vorbei. Mhm. Wenn dir das ein Bedürfnis ist, dir das direkt ins Gesicht zu sagen, mach es mündlich. Entscheide es ganz nach deinem Empfinden. Mhm. Und ich finde es legitim, wenn du es tust, wirklich. Okay. Völlig legitim. Der größte Teil von mir weiß das eigentlich. Und ein Teil von mir, ein kleiner Teil von mir ist immer ein bisschen Schiss. Liebe Karin, ich hoffe, das Gespräch hat ein bisschen was dir gebracht. Ja, wirklich. Ich danke dir. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. So, Freunde, in der Technik, Gero Kuntermann. Nochmal der Hinweis auf unser Thema morgen. Morgen heißt das Thema Hochstapler und Blender. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die sich nach außen extrem viel besser darstellen, als sie es in Wirklichkeit sind. Also viel reicher, viel wohlhabender, erfolgreicher, gebildeter, klüger. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die es mit Hochstaplern und Blendern zu tun hatten, die vielleicht auch sehr gelitten hatten, Opfer von solchen Leuten. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival. Gute Nacht, schöne Nacht, bis morgen.